Hallo liebe Freunde der Wissenschaft zu einem neuen Video der Videoreihe Porphyrine. Heute stellen wir mal Mesotetraorthochlorphenylporphyrin her. Macht den Versuch bitte nicht nach. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die beim Nachahmen der im Video gezeigten Inhalte auftreten. Für den Versuch benötigen wir eine gewöhnliche Refluxierapparatur bestehend aus einem Dreihalsrundkolben, einem Rückflusskühler und einem Trockenrohr. Bei der Reaktion reagiert Orthochlorbenzaldehyd mit Pyrrol zu unserem Porphyrin. Zuerst werden 80 ml Propionsäure abgemessen. Dies geschieht im Abzug, da Propionsäure einen sehr unangenehmen Eigengeruch hat. Die Propionsäure dient uns in diesem Versuch als Lösemittel und auch als Katalysator. Die abgemessene Propionsäure wird in unserem Dreihalsrundkolben vorgelegt. Dann geben wir 1,5 ml Orthochlorbenzaldehyd mit Hilfe einer Messpipette zu unserer Propionsäure. Für die Synthese verwenden wir ein Ölbad, da der Siedepunkt von Propionsäure bei 141 Grad Celsius liegt. Eine Heizhaube ist jedoch auch verwendbar. Im nächsten Schritt der Synthese wird nun die Temperatur erhöht und der Rührfisch wird zum Rotieren gebracht. Wir wollen nämlich unsere Propionsäure zum Sieden bringen. Siedet unsere Propionsäure, können wir nun 0,8 ml Pyrrol hinzugeben. Ich habe dafür eine Eppendorf-Pipette verwendet, man kann jedoch auch eine ganz gewöhnliche Messpipette verwenden. Sofort nach der Zugabe des Pyrrols ist eine Verfärbung der Propionsäure zu sehen. Daran kann man sehen, dass offensichtlich eine Reaktion stattfindet. Und nach der Zugabe des Pyrrols wird das ganze Gemisch jetzt für ungefähr 30 Minuten lang gekocht. Da wir für einen späteren Schritt 10 ml kaltes Methanol brauchen, können wir dieses jetzt schon kalt stellen mit Hilfe von Eis. Wenn unsere Suppe da jetzt 30 Minuten lang gekocht hat, können wir die Temperatur runterdrehen und das Ölbad entfernen, sodass sich der Kolben und der Inhalt auf Raumtemperatur abkühlen. Denn erst wenn das geschehen ist, können wir das kalte Methanol hinzugeben. Um die Kristallisation schneller einzuleiten, stellen wir nun unseren Kolben in ein Eisbad. Nach ca. 30 Minuten im Eisbad filtern wir den ganzen Spaß jetzt ab, und zwar unter Vakuum. Unser Porphyrin wird nun für eine Viertelstunde an der Luft getrocknet und kommt danach für ungefähr eine halbe Stunde in den Exsikator unter leichtem Vakuum. Wir haben insgesamt 0,5015 Gramm herausbekommen, was einer Ausbeute von 19,93% entspricht.
Dieser Wert überschneidet sich ziemlich gut mit dem angegebenen Literaturwert. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren und das Video liken. Es wird noch weitere Videos zur Porphyrin-Reihe geben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.